Wir gehen heute mal ins Hideout Management. Und zwar ist das Hideout soweit ausgebaut, alles ist soweit fertig. Die Bitcoin-Farm Stufe 3 fehlt noch, aber ansonsten ist alles on top. Und wir schauen uns die 5 wichtigsten Stationen an, die sich meiner Meinung nach lohnt, zuerst auszubauen. Bevor wir aber mit den Stationen loslegen, gucken wir uns unser Grundwerkzeug an, nämlich das Hideout Management und das Crafting. Diese beiden Skills werden gesteigert, indem wir unser Hideout ausbauen und Dinge craften. Die Boni, die wir dabei bekommen, sind so stark, dass es sich absolut lohnt, immer einen Blick auf diese beiden Skills zu werfen, dass die permanent gelevelt werden. Hideout Management zum Beispiel reduziert den Verbrauch von Benzin und von unseren Filtern pro Level bis hin zu 25% auf dem höchsten Level, was absolut cool ist, weniger Verbrauch zu haben. Das Wichtige ist aber, dass Hideout Management die einzelnen Werte der Stationen erhöht, und zwar auf Elite bis zu 50%. Das heißt, die Boni, die wir durch die Stationen bekommen, werden durch diesen Skill nochmal verstärkt, was ein unglaublich starker Effekt ist. Außerdem haben wir mit Hideout Management die Möglichkeit, mehr Kanister für unseren Generator zu sammeln, also mehr Kanister zu lagern, mehr Filter für unsere Wasserfilter, mehr Airfilter für unseren Airfilter zu lagern und so weiter und so fort. Und wir können auch mehr Bitcoins lagern, also anstatt 3, 5, wenn Hideout komplett ausgebaut ist. Leveln tun wir Hideout Management ganz einfach, indem wir unser Hideout ausbauen. Also das Upgraden der einzelnen Station gibt viele Punkte und jeder Craft, den wir machen im Hideout, erhöht ebenfalls das Hideout Management sowie der Verbrauch von einzelnen Ressourcen, also zum Beispiel Benzinverbrauch, Airfilterverbrauch und so weiter. Das ist ein Grund, warum es sich lohnt, ständig seinen Generator laufen zu lassen, ständig seinen Airfilter laufen zu lassen, weil das alles Hideout Management verbessert. Der Crafting Skill ist dagegen nicht ganz so stark, aber nice to have, und zwar ermöglicht der auf der höchsten Stufe, dass wir gleichzeitig 2 Produktionsreihen starten können. Also zum Beispiel können wir 2 verschiedene Munitionstypen gleichzeitig craften, 2 Waffen gleichzeitig craften und so weiter. Also unsere Produktionsreihe wird verdoppelt. Aber auch ohne den Elite-Skill, also ohne Crafting-Skill auf den höchsten Level zu haben, reduziert sich die Zeit für jeden Craft mit jedem Level, in dem sich Crafting, unser Crafting-Skill erhöht. Also unsere Produktionen werden immer schneller und schneller. Gelevelt wird der Crafting-Skill durch das Crafting an sich. Alle 8 Stunden eines Crafts bekommen wir einen Punkt, also immer craften, craften, die Crafts sozusagen über Nacht lange halten, das levelt unser Crafting-Skill, und jeder abgeschlossene Craft gibt Punkte. Dabei ist es aber wichtig, dass diese Crafts alterieren, also es bringt nichts, immer wieder dasselbe Item zu craften, man muss immer nach jedem fertigen Craft einen anderen Craft starten, also immer abwechselnd craften und nicht immer denselben Craft machen. Ansonsten gibt es nämlich gar keine Punkte. Das ist eine ganz schwierige Sache, wo man sehr schnell reinfällt und gar keine Crafting-Skill-Punkte bekommt und sich wundert, warum der Crafting-Skill sich nicht levelt. Kommen wir zu Platz 5 der besten Stationen, und zwar sind das die Filter. Zum ersten Mal der Wasserfilter. Der Wasserfilter ist momentan sehr, sehr günstig und produziert unser Superwasser. Das Superwasser können wir sehr, sehr teuer verkaufen. Außerdem kann das Superwasser weiterverarbeitet werden zum Moonshine. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr günstigen Craft, der die ganze Zeit laufen kann. Absolut lohnenswert, man kann viel Geld machen und eben das Item weiter nutzen. Und der zweite Filter, der sogenannte Airfilter, sorgt dafür, dass unsere Skills verbessert werden. Also wir kriegen einen Bonus auf das Leveln unserer physikalischen Skills um 45,6%, plus das, was wir über das Hideout Management bekommen, was nochmal ein zusätzlicher Boost ist. Außerdem ist natürlich der Verbrauch der Airfilter wiederum gut fürs Hideout Management und für den Crafting Skill. Das heißt, hier ständig Airfilter drin zu haben, lohnt sich entsprechend, weil die ganze Zeit unsere Skills gelevelt werden. Die Bitcoin Farm ist ein langwieriges Unternehmen. Diese auszubauen dauert relativ lang. Vor allem sie auf Stufe 3 auszubauen dauert ewig und ist sehr, sehr teuer. Langfristig lohnt sich das. Wer es nicht weiß, der Bitcoin-Preis im Spiel bei Escape from Tarkov ist an den echten Bitcoin-Preis gekoppelt. Das heißt, wenn im Real Life der Bitcoin-Preis steigt, dann steigt dieser auch im Spiel, und wir können im Laufe des Jahres gut davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis ein gutes Stück steigen wird. Momentan ist der Bitcoin im Spiel ungefähr 300.000 Rubel wert. Wir können Stufe 2 ungefähr alle 20 Stunden einen Bitcoin farmen, kriegen also kostenlos immer wieder Geld. Das ist eine endlose Geldquelle. Je früher man die Grafikkarten kauft, die man für diese Bitcoin-Farm braucht, desto günstiger kommen wir insgesamt bei weg. Es ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo sich der Ausbau
der Bitcoin-Farm nicht mehr lohnt, was die Spielzeit angeht, weil die Kosten dann höher sind als das, was man rausbekommt. Momentan lohnt es sich absolut. Wir erwarten vielleicht einen Vibe Mitte bis Q3 2022 mit Release des Spiels. Das ist ewig lange hin und es lohnt sich absolut noch, die Bitcoin-Farm zu farmen. Ist aber ein langwieriges Unternehmen und ist es momentan sicher nicht die allerhöchste Priorität. Deswegen die Bitcoin-Farm hier auf Platz 4. Auf Platz 3 ist das Intelligence Center und zwar hat das zwei Gründe. Das erste ist, dass sich mit der höchsten Stufe des Intelligence Center der Scuff-Cooldown um 39,9% erniedrigt. Also Leute, die gerne mit dem Scuff losgehen, gerne Geld farmen, ihre Loot-Routen laufen und so weiter, haben viel schneller die Möglichkeit, nach einer beendeten Scuff-Runde die nächste Runde zu starten. Man bekommt 17% mehr Geld für abgeschlossene Quests, die Versicherung kommt schneller zurück um 22%, das heißt alle 24 Stunden, ist nice to have. Aber jetzt kommt das Wichtigste und zwar die Flea Market Kosten, die werden um 34,2% gesenkt. Das heißt, die Kosten, die ihr habt, wenn ihr Produkte verkauft, senken sich, die Gebühren senken sich. Das heißt, ihr macht viel, viel mehr Profit und einige Dinge lohnen sich dann sogar erst richtig verkauft zu werden, wenn ihr Intelligence Center auf 3 habt. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, sämtliche Werte, die wir uns hier ansehen, werden nochmal verbessert über das Hideout Management und dieser Bonus zählt natürlich nochmal dazu. Deswegen haben wir auch so ungerade Werte wie 34,2. Das heißt, die Werte werden immer besser und besser, je weiter das Hideout Management gelevelt wird. Platz 2 ist die Bibliothek, also weg vom Fernseher, ab in die Bücherhalle und zwar hat das auch einen ganz tollen Grund, nämlich wir bekommen zwei ganz, ganz dicke Boni in der Bücherei. Zum einen kriegen wir mehr Erfahrung, das heißt, mit jedem abgeschlossenen Raid kriegen wir nochmal zusätzlich einen Bonus von in dem Fall jetzt 17,1%, weil hier auch wieder Hideout Management dazu zählt, aber auch dieser Bonus geht weiter nach oben, ich glaube bis 25%. Das bedeutet, wir kriegen hier einen riesigen XP-Bonus mit jeder abgeschlossenen Runde zusätzlich kostenlose XP und die Skills leveln schneller. Und zwar haben wir hier auch nochmal einen Boost, bei mir jetzt in dem Fall um 34,2%. Das bedeutet, alle Skills, die unter Practical definiert sind, kriegen nochmal einen Boost, was sich wieder multipliziert mit Hideout Mansion und so weiter. Also die Bücherei gibt uns sozusagen einen permanenten Boost, passiven Boost, die ganze Zeit in jeder Runde, die wir spielen, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Wir müssen auch keine Bücher lesen oder irgendwas hier reinstecken. Einmal gebaut, läuft die Bücherei. Das heißt, es ist ein einmaliges Investment. Die Bücherei ist auch nicht besonders teuer. Man muss sie nur einmal freischalten und dann bauen. Und dann geht der Bonus die ganze Zeit bis hin zum nächsten Vibe. Das bedeutet, die Bücherei, einmal gebaut, absolut stark, absolut must have. Das ist wirklich, Library ist meiner Meinung nach eine Station, die man absolut priorisieren sollte und ist deswegen bei uns auf Platz 2 in der Rangliste. Und auf Platz 1, was könnte es sein? Wir haben schon einige Dinge abgehakt, aber eine Sache fehlt und es ist natürlich die Scavbox. Die Scavbox gehört auf Platz 1, weil sie momentan sehr, sehr stark ist. Wir können das Ganze mit Geld machen, mit einem Moonshine oder mit einem Intelligence Center. Was können wir machen? Die Scavs werden rausgeschickt und bringen uns Loot mit. Das Ganze ist abhängig, je nachdem was wir machen, dauert das länger oder weniger lang. Also ein Moonshine Run dauert knapp über 4 Stunden, ein Intelligence Run dauert knapp 5 Stunden und die Geldruns dauern knapp 1-2 Stunden. Jetzt ist es so, wenn ihr wenig Geld habt, dann lohnt sich immer den höchsten Geldbetrag zu setzen. Guckt euch ein paar Videos an, es gibt viele Leute, die da ganz, ganz viele hunderte Testruns gemacht haben und geguckt haben, was kommt dabei raus, wenn wir 100 mal den Geldrun machen, 100 mal den Intelligence, was lohnt sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Dabei ist in der Regel rausgekommen, dass der höchste Geldbetrag sich sozusagen als niedrigster Einsatz am ehesten lohnt und das was sich wirklich am meisten lohnt, sind die Moonshine-Runs. Die Moonshine-Runs geben sehr, sehr viele seltene Items, sehr wertvolle Items. Momentan ist es so, ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist, dass das Moonshine so ein bisschen gebufft wurde, also stärker ist als sonst, aber gefühlt ist fast jede Runde, die ich mit dem Moonshine mache, ein Gewinn. Also man hat natürlich Runden, die nicht so gut sind, wo man ein bisschen Verlust macht, aber
Wenn wir von einem Preis von 200.000 ausgehen für einen Moonshine und als Ergebnis Items wert von über 1 Million zu kriegen, dann ist es natürlich absolut lohnenswert, wenn wir eine Runde dabei haben, in der wir nur 100.000 Gewinn machen, also insgesamt 100.000 Verlust haben wegen dem Einsatz des Moonshines selbst, dann lohnt sich das natürlich über diese beiden Runs absolut. Und wenn wir das über 3, 4, 5 Runs sehen, machen wir einen unglaublichen Gewinn. Aber es ist nicht nur der Gewinn, sondern es sind auch die Items, die wir hier kriegen, die wir gebrauchen können für unsere Quests. Ich habe mittlerweile 3 Military Batteries bekommen, die wir für die Quests brauchen, aus denen wir Autobatterien machen können, wiederum für andere Quests oder für unser Hideout. Oder wir können das Ganze verkaufen für teures Geld. Also die ganzen Items, die wir hier kriegen, selber benutzen, verkaufen, es ist unglaublich wertvoll. Was ist mit dem Intelligence Folder? Der Intelligence Folder ist sehr, ja, ich sag mal, es ist ein bisschen schwieriger, es ist nicht ganz so lukrativ wie der Moonshine, aber trotzdem sind hier natürlich auch schöne Sachen drin und der Craft dauert länger. Wenn ich Intelligence Folder habe, die nicht mehr Fountain Raids sind, also die ich nicht verkaufen kann, dann setze ich diese Intelligence Folder gerne abends ein, nachts ein. Das heißt, es kann die Nacht durchlaufen, es dauert halt ein bisschen länger als ein Moonshine Run. Das heißt, wir haben eine längere Zeit die Scuffbox aktiv. Und in der Regel kommen hier eher Sachen raus wie Schlüssel, Keycards und so weiter. Natürlich kann man hier Glück haben, was Tolles kriegen. Aber ich sage mal, im Schnitt sind diese Sachen nicht ganz so interessant wie im Moonshine. Also ich würde jetzt keine Intelligence Folder kaufen, um daraus Run zu machen. Aber Moonshine auf jeden Fall kaufen oder selber craften. Also es ist absolut Wahnsinn, was bei diesen Moonshine-Runs rauskommt. Absolut irre. Das waren die 5 wichtigsten Stationen. Also die lohnt es sich auf jeden Fall zu fokussieren, dass man so ein Ziel hat, wo man hin will und dass man weiß, was einen erwartet. Aber ich möchte eine Station nicht unangesprochen lassen, und zwar ist das unser Bett. Wenn wir hier mal von unserem Fernseher weggehen und hier Richtung Schlafgemächer gucken, dann sehen wir hier einen Bonus. Ganz unten, Maximum Energy Reserve plus 10 Points. Das bedeutet, dass sich unsere Energie von 100 auf 110 erhöht. Also wer sich gewundert hat, warum der eine oder andere anstatt 100 Energie 110 Energie hat, der weiß jetzt, dass es von dem Restbase Stufe 3. Es ist nichts, was jetzt außergewöhnlich krass ist, was sich unbedingt lohnt, direkt zu ergrinden. Aber man nimmt es mit und man braucht Restbase 3 sowieso, um die Bücherei zu bauen. Das heißt, ihr werdet das auf jeden Fall kriegen. Also nicht wundern, 110 Energie. Nice to have. Leute, ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in den Stream. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr möchtet. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt sauber und hasta luego. Ciao, 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 ciao.